Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial auf der Zombie-Karte Voyage of Despair in Black Ops 4 Zombies. Und zwar wollt ihr euch in diesem Video zeigen, wie ihr auf dieser Karte das Musik-Easter Egg aktivieren könnt. Und dafür müsst ihr aber vier Symbole an der Wand finden, die eigentlich ziemlich eindeutig sind, aber dennoch eigentlich noch ein bisschen gut versteckt sind. Deswegen findet man sie eigentlich nicht so einfach, aber ich werde euch natürlich in diesem Video zeigen, wo ihr die ganzen Symbole finden könnt. Der Song selbst ist wahrscheinlich wieder so ein produzierter Song von Kevin Sherwood. Hört auf jeden Fall ziemlich nice an und den hat man bis jetzt auch vorher noch nicht gehört. Deswegen, wenn ihr das Ganze mal anhören wollt, dann macht einfach dieses Tutorial. Ja, und wie gesagt, ihr braucht jetzt vier Symbole und das erste Symbol, das werde ich euch jetzt auch direkt mal zeigen. Und zwar müsst ihr jetzt als erstes mal zu der großen Treppe gehen und zwar nach ganz unten, denn dort unten befindet sich ja ein Packer-Punch-Spot, den ihr auch aktivieren könnt. Aber über diesen Packer-Punch-Spot müsst ihr jetzt mal auf die Holzbalken schauen an der Decke, denn dort an dem einen Holzbalken, wie ihr auch hier seht, befindet sich nämlich das erste Symbol und das müsst ihr jetzt mit irgendeiner Waffe einfach abschießen, damit das verschwindet. Daraufhin kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Symbol und das befindet sich dann beim Poop-Deck. Das ist nämlich das Deck, wo sich auch das Relikt befindet. Und zwar, wenn jetzt die Treppen nach oben lauft und dann in Richtung von dem Schiff schaut, da befindet sich nämlich so eine Art Seilwinde und zwischen dieser Seilwinde und dem anderen Zeug befindet sich dann auch schon das nächste Symbol. Daraufhin kommen wir auch schon zu dem dritten Symbol und das befindet sich eigentlich zwischen Anfangsraum und auch der Brücke, also dort, wo sich der Steuerrad befindet. Und zwar, wenn ihr dort nämlich auf der linken Seite die Treppe nach unten lauft, befindet sich auf der mittleren Ebene so ein Bereich, wo ihr links kurz hineingehen könnt und da an einer Kiste hinten dran befindet sich dann auch das dritte Symbol und zuletzt das letzte Symbol, das befindet sich auch wieder auf dem oberen Deck und zwar beim Sonnendeck, also ganz oben, und zwar befindet sich da so ein Rettungsschiff und in diesem Rettungsschiff zwischen den ganzen Gegenständen befindet sich dann auch das letzte Symbol. Nachdem ihr jetzt nun das letzte Symbol abgeschossen habt, dann startet auch schon automatisch der Song. Ich lasse euch jetzt noch eine kleine Hörprobe da, damit ihr zumindest ein bisschen einen kleinen Eindruck bekommt, wie sich dieser Song anhört. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper. Into the midnight deep horizon beyond the shore where we